Die Ukraine rechnet mit einem erneuten russischen Vorstoß bis zum Sommer. Hilfen aus westlichen Ländern wie den USA sind zugesagt, die Lieferung kann allerdings noch etwas dauern. Bis dahin bleibt der ukrainischen Armee nur, die Linien bestmöglich zu verteidigen. Wie die New York Times berichtet, legt sie darauf den vollen Fokus. Satellitenbilder zeigen Drachenzähne, Gräben und Betonhindernisse von der Front im Süden des Landes. Die Verteidigungslinie umfasse laut New York Times knapp 44 Kilometer. Die ukrainische Regierung hat wohl 800 Millionen Dollar für Befestigungsanlagen entlang der Frontlinie bereitgestellt. In Cherson, Saporischschja und Avdijewka wurden seit Beginn des Jahres Verteidigungsanlagen errichtet.